Es gibt heute viele Spiele, die uns im Weltraum Raumschiffe steuern lassen. Ein Großteil dieser Spiele setzt allerdings auf Sandbox-Gameplay, egal ob Star Citizen, No Man's Sky, X4 Foundations, Elite Dangerous, EVE Online oder auch Everspace 2, auch wenn das vielleicht das am wenigsten sandboxige Spiel aus zumindest dieser Reihe ist. Manche dieser Spiele sind eher Simulationen, bei anderen steht der Wirtschaftsaspekt im Vordergrund oder die Erkundung des Weltalls und das Sammeln von Ressourcen. Was alle diese Spiele gemeinsam haben, ist, dass man sehr viel Zeit mit ihnen verbringen kann, schon allein, weil die Flüge von A nach B oft lange dauern und weil viele Gameplay-Mechaniken entweder sehr langwierig und komplex oder auf gewissen Grind ausgelegt sind, sich in jedem Fall aber prozedural wiederholen lassen. Was diese Spiele in der Regel weniger bieten, sind sehr aufwendig gestaltete, durchchoreografierte Story-Missionen mit vielen Skriptereignissen, Zwischensequenzen, Funksprüchen und einzigartigen Momenten. Also sowas, was wir in den 90er Jahren oder den frühen 2000ern bei Spielen wie Wing Commander, Free Space, Star Lancer oder auch dem GameCube-Klassiker Star Wars Rogue Leader erlebt haben. In den letzten mindestens 10 Jahren gab es nur ganz wenige Weltraum-Action-Spiele, die sich nochmal an diesem klassischen Weltraum-Saga-Konzept versucht haben. Im Indie-Sektor gab es beispielsweise House of the Dying Sun oder Starway Fleet und von großen Publishern eigentlich nur Star Wars Squadrons. Und ja, irgendwann kommt vielleicht auch mal Squadron 42, die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen, raus und liefert wieder mehr Nachschub in diese Richtung, aber bislang gibt es da keinen konkreten Hinweis auf einen Release-Termin in der nahen Zukunft. Warum es diese Art von Spielen heute fast gar nicht mehr gibt, ist ziemlich offensichtlich. Sie rechnen sich nicht. Die Inhalte müssen in der Regel komplett von Hand gebaut werden. Es gibt relativ wenige Möglichkeiten, sich von prozeduralen Systemen die Arbeit erleichtern zu lassen. Und trotzdem kommt am Ende meist ein sehr kurzes Spiel mit wenig Wiederspielwert raus. Schließlich geht es da oft wie in einer Call of Duty Singleplayer-Kampagne von einer aufwendigen Action-Sequenz mit lauter vertonten Funksprüchen und Krach und Bumm außenrum zur nächsten. So ein Feuerwerk ist teuer zu produzieren und trotzdem meist schnell vorbei. Und es lässt sich auch nur teuer erweitern. Wenn man nach dem Release noch DLCs nachreichen will, muss man wieder dieselbe Art von teuren Inhalten produzieren, statt wie in den meisten Sandbox-Spielen eher Gameplay-Mechaniken oder prozedurale Systeme einzubauen, die den unendlich wiederholbaren Kern-Gameplay-Loop verlängern und erweitern. So wie das beispielsweise die Updates von No Man's Sky machen. Wenn da ein Basisbausystem integriert wird, dann kann das auf unendlich vielen zufällig erstellten Planeten genutzt werden und die Spieler über Wochen beschäftigen. Das ist vielleicht nicht sonderlich aufregend oder packend, bietet aber andere Befriedigung, wie die Freude über das selbst erstellte Weltraumheim oder die nicht zu unterschätzende Lust am Grind, die uns in den letzten Jahren in unglaublich vielen Spielen mit psychologisch gewieften Belohnungsspiralen eingetrichtert wurde. Es geht ja heute oft nicht mehr nur darum, ein tolles Erlebnis beim Spielen selbst zu haben. Wir wollen auch immer irgendwo noch einen Erfahrungspunktebalken auffüllen, irgendwas freischalten oder Achievements abstauben. Schaut euch nur mal an, wie viel Klimbim Back for Blood beispielsweise mit Waffen, Qualitätsstufen, Upgrades, Spielkarten und so weiter heute um das eigentliche Kerngameplay herumbasteln muss, verglichen mit Left 4 Dead von 2008, wo das alles nicht drin, die Spieler aber trotzdem begeistert waren. Aber die Erwartungen und Ansprüche an ein Spiel haben sich halt geändert und das ist auch völlig okay und normal. Die Konsequenz ist jedoch, dass manche Arten von Spielen da nicht mehr mithalten können und aussterben. Und genau so ist es dem storylastigen Weltraum-Actionspiel ergangen. Und damit komme ich jetzt endlich nach diesem schrecklich langen Exkurs zum eigentlichen Thema dieses Videos, nämlich zu Chorus. Das ist das neue Spiel des Hamburger Entwicklerstudios Deep Silver Fish Labs, die unter anderem für ihre Galaxy on Fire-Spiele bekannt sind und aus denen vor ein paar Jahren auch das Entwicklerteam der Everspace-Serie hervorgegangen ist, also Rockfish Games. Chorus wagt sich nun tatsächlich nochmal an das Konzept eines klassischen Weltraum-Action-Spiels mit viel Story, einem sehr flotten und arcadigem Gameplay und einer geradlinigen Singleplayer-Kampagne, die euch durch verschiedene Weltraumsektoren und in jede Menge handgebaute Missionen führt. Leerlauf gibt es hier fast gar nicht, dafür wird das Spiel aber halt auch relativ kurz. Die Entwickler geben eine Spielzeit von rund 10 Stunden für die Hauptkampagne an. Wenn man die Weltraumsektoren viel erkundet und noch ein paar Geheimnisse in den Regionen oder auch Nebenmissionen erfüllen will, dann kann man da natürlich noch ein paar Stunden draufrechnen.
Verglichen mit Spielen wie Elite Dangerous oder No Man's Sky ist das aber trotzdem fast gar nichts. Aber dafür bekommt man halt Action am laufenden Band, wie ich vor ein paar Tagen beim Anspielen einer Vorschauversion selbst feststellen konnte. Und diese Preview-Fassung hat mir aus drei Gründen sehr gut gefallen. Civilian Vessel Salu, broadcasting on all emergency frequencies. Cleansing Doctrine. Our engines are down. Somebody help us. Hold on, Salu. Evade, evade. Please, please, our families. Forza, target ahead. Engaged. Direct hit. The reactor is unstable. Too late. No life signs detected. The Circle is hailing us. Let them through. Venerated Elder, we are honored by your presence. All embrace the great prophet. Be in chorus. Dieses Video wird euch präsentiert vom ultraschlanken ROG Gaming Notebook Zephyrus M16. Die superschmalen Bildschirmränder sorgen dafür, dass das beeindruckend schnelle 165 Hz WQHD Display fast genauso groß ist wie das Notebook selbst. Wie stark es sein soll, könnt ihr selbst wählen, zum Beispiel einen Intel Core i9 Prozessor und eine GeForce RTX 3070. Dank bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit geht euch die Gaming-Power auch nicht so schnell aus und Dolby Atmos sorgt für imposanten Sound. Mehr Infos zum ROG Zephyrus M16 findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Da wäre zunächst mal die Story. Die dreht sich um die Pilotin Nara, die zusammen mit ihrem lebenden Raumschiff Forsaken gegen eine Weltraumsekte rebelliert und sich nach und nach neue Verbündete im Kampf gegen diese Fanatiker suchen muss, zu denen sie ja selbst einst gehörte. Das Ganze wird in Zwischensequenzen und Funksprüchen erzählt und wir hören nicht nur Nara, sondern auch die Forsaken-KI und so als Flüstern noch Naras Gedanken, die sowohl die Story-Ereignisse als auch das Action-Gameplay kommentieren. Nara, another vision. Yes, but stronger this time. And I saw more. In dem Abschnitt des Spiels, den ich jetzt im Rahmen dieser Preview-Version ausprobieren konnte, mussten wir erst Flüchtlinge retten, dann in einem Dialog entscheiden, ob wir uns von einer Gruppe Piraten aushelfen lassen und letztlich mit einer kleinen Flotte gegen eine Weltraumkathedrale des Kults kämpfen. Im fertigen Spiel soll es auch Tempelanlagen geben, in die man dann reinfliegen kann, aber das war hier noch nicht spielbar. Darum kümmern wir uns also dann zum Release im Testvideo. Insgesamt geht es hier aber wirklich flott von Mission zu Mission und in den Einsätzen selbst ist immer viel um mich herum los. Positiver Punkt Nummer 2 ist das eigentliche Gameplay. Das bietet zwar nicht sonderlich viel Tiefgang, es gibt beispielsweise kein Energiemanagement, kein Cockpit und nicht mal eine manuelle Zielaufschaltung. Dafür ist das Geschwindigkeitsgefühl in den Dogfights toll und die wenigen Spezialfunktionen unterstützen diesen Rausch sogar noch. Das wichtigste Feature ist dabei die Drift-Funktion, mit der man ähnlich wie in Battlestar Galactica rasante Wenden und andere Richtungsänderungen fliegen kann oder auch mal an einem Großkampfschiff vorbeigleitet und dessen Geschütztürme oder Energiereaktoren ausschaltet. Manchmal muss man sogar in Schiffe hineinfliegen, um kritischen Schaden zu machen. Zudem sind einige Schiffstypen für bestimmte Waffengattungen anfälliger. Diese Waffen und auch andere Funktionen des Schiffs kann man an Raumstationen upgraden. Insgesamt scheint das Upgrade-System aber ziemlich überschaubar zu bleiben. Ihr könnt zwar die Weltraumregionen nach zusätzlichen Credits absuchen und so auch Teile für Upgrades finden, aber es gibt hier keinen Ressourcengrind oder sowas. Alles ist hier auf Speed gebaut und diese Geschwindigkeit kommt auch super rüber. Good. And despite our slim chances for success, you're still committed to your promise. I am. We will fight them. I always will. Der dritte Aspekt, der mir beim Anspielen gut gefallen hat, ist die Präsentation. Chorus ist zwar nicht das hübscheste Weltraumspiel am Markt, aber die Effekte und Umgebungen sind schön gestaltet und auch wenn ich nur eine Region selbst erkunden konnte, deuten die Trailer auch noch ein paar sehr alienhafte Gebiete an.
Zudem ist das eigene Raumschiff mit seinen vielen kleinen Animationen sehr schön in Szene gesetzt. Einziger Wermutstropfen bei der Präsentation ist bislang die Vertonung. Die ist zwar in der englischen Fassung sehr gut, aber leider wird es wohl nur deutsche Untertitel geben. Und die zu lesen könnte stellenweise etwas schwierig werden, weil man in den Kämpfen wirklich schnell ins Schwitzen kommen kann. Die Feinde machen nämlich ordentlich Druck. Chorus soll am 3. Dezember für PC und die PlayStation und Xbox-Konsolen rauskommen und soweit ich das nach dem ersten Anspielen einschätzen kann, wird der Titel ein qualitativ hochwertiges Spielerlebnis bieten, das es in dieser Form in den letzten Jahren meiner Meinung nach viel zu selten gab. Allerdings auch mit allen Vor- und Nachteilen, die ich im Video beschrieben habe. Ich werde mich auf jeden Fall darauf einlassen, ob ihr das auch machen wollt, könnt ihr jetzt nach dieser Vorschau hoffentlich etwas besser für euch selbst einschätzen. Genau dafür machen wir diese Videos ja. Und zum Abschluss noch ein kleiner persönlicher Tipp. Wenn ihr das Spielprinzip von Chorus spannend findet und jetzt direkt etwas Ähnliches erleben wollt, empfehle ich euch Crimson Skies High Road to Revenge. Das ist das zweite Crimson Skies Spiel und vom Setting natürlich was ganz anderes, aber spielerisch sind sich die Titel sehr ähnlich. Es gibt eine abenteuerliche Story-Kampagne mit vielen Funksprüchen und Zwischensequenzen. Man reist von einer Region in die nächste und kann dort Haupt- und Nebenaufgaben erfüllen. Und das Gameplay ist ähnlich arcade-lastig und befriedigend wie bei Chorus. Und ja, das ist eigentlich ein Spiel von 2003, von der allerersten Xbox, aber es sieht immer noch ziemlich gut aus, wenn ihr es auf den aktuellen Xbox-Konsolen spielt. Da könnt ihr es nämlich sogar in 4K erleben. Oder, und das ist jetzt was ganz Neues, ihr könnt es inzwischen auch auf dem PC spielen, denn die Xbox-Version lässt sich aus der Cloud streamen und ist auch im Game Pass enthalten. Also wenn ihr es einfach mal ausprobieren wollt, um die Wartezeit bis zum Release von Chorus im Dezember zu überbrücken, dann, naja, schaut einfach mal rein. Chorus is an awe-inspiring space shooter that will immerse you in an epic battle across the galaxy in search for freedom and redemption. It's time to unite the galaxy, ignite the fire of rebellion, and together rise as one.